So, hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge Let's Play GTA 5 auf der PS4 und ich habe mir gedacht, wir fahren heute mal als Michael Myers ein bisschen durch die Stadt. Ich hoffe, man hört mich gut. Ja, und wir fahren mal ein bisschen durch die Stadt als Michael Myers. Eieiei. Töten hier und da mal ein paar Leute. Ihr werdet sterben. Boom. Okay, ich glaube, ich gehe lieber in den Regisseur-Modus. Rockstar Editor, weil ich manchmal so gefragt werde, wie man denn in den Regisseur-Modus geht. Achso, geht ja nicht in dem Fahrzeug. Ha? Aufsteigen. Acting up. Und so, da sind wir. Akteure, ich nehme mal online. Und ja. Ich muss hier gerade mal. So. Und ja, Weihnachten ist leider wieder vorbei. Es war geil. Ja, so soll man zu sagen, habe ich jetzt irgendwie nichts. So, der Zug brennt. Alter, ich bin so ein richtiger Ghost Rider. Hätte ich nicht so einen scheiß Frosch im Hals. Mal sehen, wie heftig so ein Auto brennen kann. Okay, nicht allzu stark. Moment mal. Alter, was explodiert hier die ganze Zeit? Alles klar. Ja, aber komischerweise kann das hier nicht brennen, ne? Aber das. Ernsthaft? Och. Mann, Mann, Mann. Alles klar, der Wagen fährt noch. Ich hoffe, jetzt kann ich ein bisschen deutlicher sprechen. Alter, ich bin Ghost Rider. Okay, ich war Ghost Rider. Autsch. Schnell weg.
U-Bahn, ich möchte mitfahren. Ah! Autsch! Das war nicht so nett. Du scheiß Arschloch, ich werde dich umbringen. Okay, so viel zum Thema. Ah, Ego-Perspektive geht auch. Ja. Oh. Das scheint mir eine sehr interessante Nummer zu sein, die wir jetzt aber nicht anrufen können. Gut. Okay, ich spawne mal lieber hier irgendwas, bevor hier gleich wieder rumgemeckert wird. Du machst ja gar nichts. Wir sagen, dass ich keine Randale machen kann. Ich kann sehr wohl Randale machen. Okay, so ohne Polizei ist irgendwie voll langweilig. Dann mache ich mal. Yeah. Ich werde euch alle vernichten. Rennt Obdachloser, der ist tot. Wow, die Polizei hier ist sehr dumm. Und Schnee in GTA Online lag auch wieder, so wie jedes Jahr eigentlich. Das neue Import-Export-Update ist wieder rausgekommen vor ein paar Wochen. Vor zwei oder drei. Ich glaube zwei. Ich wollte eigentlich eine Gaming-Talkshow aufnehmen, aber mein Minecraft spackt gerade so ein bisschen. Deshalb spielen wir einfach GTA und ich laber mal so ein bisschen nebenbei und zerstöre ein paar Sachen. Und ja, im Import-Export-Update, ich habe mich ein bisschen verspätet mit dem Files and Felony-Update. Und zwar habe ich mir mal so eine Shark-Card halt mal gekauft. Ist ja nicht schlimm, wenn man sich mal weiter kauft. Also habe ich eh nur 1 Million gebraucht. Dann habe ich mir erstmal so ein geiles Büro gekauft. Dann habe ich halt noch ein paar Missionen gemacht, Spezialfrachtmissionen, von denen ich dann auch noch Videos machen werde. Und ja. Und die Helikopter regen mich ein bisschen auf. Und nächstes Jahr soll ja auch Fast and Furious 8 rauskommen. Ich bin gespannt. Okay, ich muss zugeben, ich habe nur den 7. Teil von Fast and Furious angeguckt. Aber ich fand den so geil. Und habe mir dann auf YouTube noch die restlichen angeguckt. War halt auch Trailer und alles Mögliche. Und ach ja, der YouTube Rewind, der war ja auch echt richtig geil. Also falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, YouTube Rewind, ich muss wahrscheinlich einblenden hier, wenn man das schreibt. Und boah, was geht hier ab? Ach du Scheiße. Ist mein Panzer kaputt? Noch nicht. Boah. Ach du Scheiße. Boah. Komm, geh mal aus dem Weg hier. Und ja. Das war dann halt so ziemlich meine Woche. Weil wir haben uns ja sehr lange nicht mehr gesehen. Ich glaube. Ah, what the fuck? Habt ihr es gerade gesehen? Ich bin gerade ohne Reifen gefahren. Aber wirklich, with no wheels, Alter.
Boah! Wow, Monsterschaden, Alter. Jo, wahrscheinlich. Oh, oh shit. Da kommen schon die Country Sheriffs. Oh Gott. Oh. Boah, Alter, ich bin glaube ich echt besoffen. So wie ich fahre, könnte man es gerade denken, Alter. Brenne. Alles klar. Oh. Hä, what the fuck? Seit wann gibt's in GTA bitte so Nageldinger? Also. Komm, geh mal brennen. Seit wann gibt's sowas in GTA? What the fuck? Das habe ich ja noch nie gesehen. Wie geil ist das denn? Also das kenne ich gar nicht. Nein, mein T20 brennt. Scheiße, nicht wie weg. Mit einem brennenden Motor. Ich glaube, ist ein McLaren, oder? Also zerstört kann ich jetzt nicht einschätzen, aber ich glaube, der T20 ist ein McLaren. Und der Centorno ist ein Lamborghini Veneno. Der neue Tempesta aus dem Update ist ein Lamborghini Huracan. Und weiter eigentlich so wirklich Fahrzeuge. GTA, ja, so ein Ford Mustang halt. Der Rapid Dominator ist ein Ford Mustang. Boah, die Hupe geht ab. Boah. Eine Anmerkung, ich kann da nicht rein. Okay. Es gab mal eine Zeit lang, da fand ich GTA voll langweilig. Aber da war noch nicht das Import-Export-Update da. Und da hatte ich kein Geld. Ja, oh Gott, Alter. What the fuck? Das war ja gerade wieder Ramp-Buggy. Aus dem Import-Export-Update. Und was viele gar nicht wissen, es gibt auch so neue Masken. Aber die haben halt nicht viele, weil sie alle sich... Ich kann da keinen hinwerfen. Warum? Ja. Oh, ich bin so blöd. Ich nehme mal hier meine Platin-Karre. Apropos Platin oder auch Platin-Play-Button und so weiter gibt's ja auch. Und PewDiePie hat ja letztens seine 50 Millionen Abonnenten geknackt. Alter, das war heftig. 50 Millionen. Ich muss mal vorstellen, 50 Millionen, das ist mehr als die Hälfte in Deutschland lebende Menschen. Okay, nicht so formuliert, wie gerade so schlecht Deutsch ich sprechen. Oh, shit. Wow. Ganz toll gemacht. Ah. Ganz toll. Wenn ich mal meinen 1966 Shelby GT 350. Aha, ich kenne mich aus. Wo bin ich eigentlich gerade? Also hier in GTA, nicht in echt. In echt weiß ich, wo ich bin. Ich sitze wieder alleine an meinem Schreibtisch ohne Freunde. Egal. Komm. Ah, fast. Habe ich irgendeinen Geländewagen? Den hier, glaube ich. Och man, warum spawne ich jetzt hier oben? Ich muss da runter. Ich muss da irgendwie runter. Und auf mich wird durchgehend geschossen. Hört mal auf damit! Ah!
Ich fahre jetzt noch darunter, dann war es das, glaube ich, wieder von dieser Folge. Also mehr als 15 Minuten mache ich nicht so für Story-Modus oder Regisseur-Modus. Mit ein bisschen Panzer rumfahren, ein bisschen erzählen und so, was so war. Jetzt in 2 Wochen. Oder mehr als 2 Wochen. Ich weiß nicht mehr, wann ich das letzte Video gemacht habe. Ich glaube, vor 3 Wochen. Einem Monat. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es schon wieder länger her. Tja. Oh, das sieht geil aus, wenn die so im Wasser explodieren. Die Explosion folgt mir sozusagen. Als ob 5 Sterne blinken. Und nochmal so eine kleine Information am Rande. Und zwar, wenn ich jetzt mal kurz ins PlayStation-Menü gehe. Ich habe Watch Dogs 2. Ich werde vielleicht auch mal ein paar Folgen davon machen, von Watch Dogs 2. Fun-Folgen, so wie die hier. Oder auch halt richtiges Let's Play. Dann würde ich sagen, was ist von dieser Folge Let's Play Regisseur-Modus. Und da ich mich gerade selber in die Luft gejagt habe, Mann, hör doch mal auf zu brennen. Ich kann das Interaktionsmenü nicht öffnen. Mal sehen, wie schnell ich jetzt sterbe. Oh.